So, liebe Pilzfreunde, heute nehme ich euch mal mit in den Wald. Ihr seht, viel Wald ist nicht mehr. Der Sturm und die Hitze haben ihr Werk getan, aber Pilze wachsen trotzdem. So sieht das aus. Wunderschöne Maroner. Neuen Korb habe ich auch. Und werden wir mal sehen, was es heute so gibt. Und was wäre ein Wald ohne Fliegenpilze? Nichts. Fliegenpilze sind wunderschön. Sind zwar nicht zum Essen, aber trotzdem prima. Ja, Freunde, und so sieht es aus, wenn schon jemand hier war. Da liegen die Abschnitte von den Steinpilzen. Und so mache ich das nicht. Das verrät mir natürlich, dass hier mal Steinpilze standen. Und da ist natürlich der Verdacht nahe, dass auch wieder Steinpilze hier stehen. Und hier haben wir ihn schon. Also ich verstecke das Schnittgut, dass das nicht jeder von 10 km Entfernung sieht. Hier sieht man es mal. Hier war der Steinpilz, den der Vorgänger abgeschnitten hat. Tja, hier ist gleich der nächste. Siehste, bin ich doch glücklich, dass ich heute noch mal gegangen bin. Ich habe ja eigentlich schon genug, aber Birkenpilze hatte ich eben noch keine. Und somit geht es heute auf Birkenpilzbursch. Ja, ich habe Schwämme an. So sieht das dann aus. Marone frisch und fest. Hier steht ein ganzes Nest. Hier 1, 2, 3, 4. Und hier oben am Korb habe ich schon 3 Stück weggeschnitten. Also wunderbar. So sieht das aus. Und die sind alle richtig schön knackig fest. Von unten rauf, da fehlt nichts. Und die kommen jetzt neu in den Korb. Da kann ich das Lied noch einmal neu aufnehmen. Besser gesagt den Film, denn damals habe ich ja nur Fotos verwendet. Jawohl, ich habe Schwämme an. Jetzt zeige ich euch mal die anderen noch. So, guckt mal, so sieht das aus. Hier schön im Gras. Jawohl. Jo, Augen auf. Hier gleich mal ein Thema zur Waldverjüngung bzw. Wiederherstellung. Ihr seht, es gibt Anflug, Fischen ohne Ende. Da braucht man kein Geld ausgeben und was steckt natürlich drin? Hier, Steinpilze. Ja, da muss man Schwämme haben. Tja, das ist nochmal ein schönes Bild hier. Jede Menge Stockschwämmchen, aber ob es richtige Stockschwämmchen sind, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Alle Fälle wachsen sie am Baum. Schwefelköpfe sind es nicht. Also stehen. So, aber ein schönes Bild. Wunderbar. Hier an einem Wurzelstock. Ja, Freunde, hier haben wir jetzt den Perlpilz. Haben ja viele Angst wegen der Verwechslung mit dem Knollenblätterpilz, aber ihr seht jetzt hier schon, dass das rötet und dann ist das hundertprozentig ein Perlpilz. Und wenn das nicht rötet, dann einfach stehen lassen. Also man zieht ja hier auch bei den Wulstlingen die Haut dann ab und da wird es leicht rosa. Wunderbar, kommt ein Korb. Ja, hier haben wir noch einen schönen Steinpilz. Immer schön aus der Erde drehen. Das meiste steckt nämlich unten. So, hier. Wunderbar. Ein groß, fest, einwandfrei. Jo, und hier haben wir jetzt mal Schwefelköpfe. Jede Menge. Aber leider sind es
grünblättrigen, die sind giftig. Es gibt auch noch den rauchblättrigen, der schmeckt richtig lecker. Wenn man das mal unterscheiden will, kann man mal kosten, aber auf jeden Fall wieder ausspucken. Die grünblättrigen sind auch sau scharf und schmecken nicht gut. Trotzdem, schönes Bild. Hier alles voll. Ha, naja. Ja, und zwischendurch muss ich es immer wieder mal zeigen. Es war mal hier ein wunderschöner Pilzwald und jetzt ist alles weggesäbelt. Und dann kam der Sturm und dann kam die Hitze und die Dürre. Ja, jetzt wachsen noch mal viele Pilze, aber ich denke, das ist noch mal der letzte Zug und dann ist aus mit Pilzen. Ja, und irgendwie ist dieses Jahr der doppelten Pilze. Hier sind auch wieder zwei zusammengewachsen. Also habe ich schon ganz viele im Korb auch schon, die dieses Jahr als Zwilling in Erscheinung treten. So, wieder doppelt. Also dieses Jahr ist das Jahr der Zwillinge im Wald. Herrlich. Interessant. Jo, und was fehlt noch in der Sammlung? Das sind die Rotfußröhrlinge. Wunderbar. Soll man nur mitnehmen, wenn das Futter richtig schön gelb noch ist. Also hier ist es auch schon ein bisschen grau. Deswegen stellen wir ihn wieder hin. Wir haben ja genug. So sieht es aus, Zwischenbilanz. Jo, da halten wir uns lieber hier. Wieder an die schönen Braunkappen oder Maronenröhrlinge. Ihr seht, wie die versteckt sind hier im Gras. Ja, da muss man schon mal ein bisschen die Augen aufhalten. So, und wenn ich sage, jetzt finden sogar blinde Pilze, dann zeige ich euch mal hier eine Stelle. Ich habe schon Zähne weggeschnitten. Hier 1, 2, 3, 4. 5, 6, versteckt noch ein 7er, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muss immer warten, bis der Wind ein bisschen weg ist. Also hier alle 14. Also wo ein Pilz ist, stehen auch mehrere. Also wenn ich mich hier umgucke, finde ich bestimmt noch mehr. Es ist wirklich Wahnsinn dieses Jahr. Jo, jetzt haben wir Rotfußröhrlinge, die sehen besser aus, die sind fest. Ne, sind auch schimmelig. Mist. Der ist gut. Also ich auch jetzt wieder unten dran. Also so soll das aussehen, richtig schön gelb und frisch. Und dann kann man die mitnehmen. Jo, fast war ich drüber gestürzt. Jetzt doch noch. Hier ein Steinpilz und hier noch einer. Ja, Maronen habe ich schon genug. Ich suche eigentlich noch ein paar Steinpilze und dann ist es gut für heute. Ja, mit diesem schönen Flinkpilz will ich es jetzt bewenden lassen. Ich habe auch keine Lust, wieder die Folietüte rauszuholen, denn das ist der Oberfrevel. Pilze gehören in den Korb und ich habe heute auch genug Steinpilze, Maronen, Birkenpilze, ein Bärlpilz, Hexenröhrling, ein paar Rotfüßeln. Das reicht. Ich habe auch keine Lust, heute wieder den schweren Korb kilometerweise durch den Wald zu tragen. Also für eine anderthalbe Stunde ist das vollkommen genug. Und jetzt geht's nach Hause. Macht's gut. Euer Radaubruder Harry. Schwimm, schwamm.